der Kontinent, der eine Wertegemeinschaft zusammenhält. Und als erstes gleich, um das Publikum einzubinden, eine Frage: Was ist für euch Europa? Ich hätte gern so, dass jemand mal ein Wort reinruft, so eine Emotion. Was assoziiert ihr mit Europa? Ursula von der Leyen. Sehr gut, Ursula von der Leyen. Noch mehr, was haben wir noch für Emotionen? Reisefreiheit, guck mal. Erpressung? Festung. Achso, negativ. Hat jemand noch andere Gefühle? Auch gerne negative. Euro. Reisekosten, Euro. Ja, Vielfalt, genau. Gemeinschaft, so, wird ja immer besser. Okay, ist jetzt ausartet. Genau, also die EU ist ja dazu da, um eine Gemeinschaft darzustellen, dass wir unser Wissen bündeln können, uns gemeinsam weiterentwickeln und beflügeln können. Demokratie, Freiheitsrechte und Selbstbestimmung, das sind die Worte, für die wir mit Europa einstehen in der Welt. Und da ja Deutschland eins der krassesten Länder in der EU ist, wir haben die meisten Leute, wir haben die meiste Kohle und wir haben die meisten Sitze, hat Deutschland auch ziemlich großen Einfluss, was die EU-Politik angeht, vor allem im digitalen Raum. Und am Sonntag ist EU-Wahl. Damit ihr euch heute ein Bild machen könnt, was für Optionen es gibt, wie ihr Einfluss nehmen könnt auf die digitale Gestaltung oder ob das überhaupt möglich ist, haben wir heute verschiedene Themen für euch vorbereitet. Wir gucken uns jetzt an, was es geben würde. Leider muss mir auf Krankheitsfall den Vortrag von Linda Röttig zur Fanhilfe verschieben. Aber verschoben ist nicht aufgehoben, das heißt, er wird noch nachgeholt. Dafür hören wir von Kalisi, warum die EU-Wahlen über unsere digitale Zukunft entscheiden. Leider auch ohne Svea Windwehr, weil die heute auch erkrankt ist. Und dann berichten uns Kantorke und Yannick Besendorf noch von den Fotos, die das BKA in der Fahndungsdatenbank so benutzt. So, jetzt haben wir hier eine schöne Folie. Die Zahlen sind extra so hell, weil es unklar ist, wann was genau kam. Aber das sind so Beispiele für deutsche Gesetze in Bezug auf Digitalisierung, die in den letzten Jahren bei uns ins Gesetz gegossen wurden. Da haben wir einmal die Ausweispflicht mit biometrischen Daten. Fingerabdrücke seit 2020 sind obligat. Dann haben wir so schöne Sachen wie die Einkommensdatenbank Elena. Da ging es darum, dass man einfach, der Arbeitgeber musste immer an den Staat weiterreichen, welche Einkommen erzielt jemand und wie viel. Dann haben wir noch die E-Patientenakte. Ich weiß nicht, die kennt ihr bestimmt und denkst so, ja, das war bisher immer freiwillig. Im Dezember haben die Leute jetzt gesagt, Mensch, das sind so wenige, so ein bisschen wie beim Organspendeausweis. Wir machen das jetzt mit Opt-out-Verfahren. Also solange ihr nicht gesagt habt, ich möchte keine E-Akte haben und wissen, dass die Ärzte sich mit der Krankenkasse austauschen über meine Diagnosen und welche Medikamente ich in welche Apotheke mir hole, dann solltet ihr jetzt ein Opt-out-Verfahren nochmal bei eurer Krankenkasse anstrengen. Aber ihr kriegt in den nächsten Monaten irgendwann Post, dass ihr das machen könnt. Die restlichen Daten werden natürlich restlos gelöscht, keine Sorge. Ja, wenn wir uns jetzt hier so die verschiedenen Optionen angucken, die die EU im, oder die Deutschland im digitalen Thema auf den Markt bringt, können wir uns denken, dass es für die EU-Wahlen vielleicht auch nicht so schön aussehen wird. Aber wie genau das ist, wird uns jetzt Kalisi erzählen. Für sie ist IT-Sicherheit nicht nur eine berufliche, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Unter anderem in ihrem dicke... Das habe ich jetzt so geschrieben. Sie findet das kitschig, aber im Herzen stimmt es schon. Bei ihrem Dicke-Bretter-Podcast ist sie mit Elisa Lindinger und Konstanze Kurz dabei, immer zu gucken, welche Gesetze sollen jetzt kommen und wie sind die zu sehen, also sind die rechtlich fein, wie kamen sie zustande, welche Lobbyisten haben wen dafür bezahlt und so weiter. Und sie wirft ein Schlaglicht auf Gesetzgebung und arbeitet in der politischen Aufklärung, was den digitalen Raum angeht. Außerdem ist sie noch Sprecherin des CCC, mittlerweile schon seit 12 Jahren. Echt? Das Internet sagt 12? Okay. Sie ist seit 2 Jahren Sprecherin des CCC. Es tut mir leid, ich wollte nur mal gucken, wie ihr so aufpasst. Macht ihr sehr gut. Und ich habe meinen Fehler gefunden, es fehlt ein Komma. Seit 12 Jahren ist sie federführend bei der Chat-Kontrolle engagiert. Auch seit 2 Jahren. Ja, keine Ahnung, dann muss ich meine Quellen nochmal angucken, um abzulenken. Herzlich willkommen, Kalisi. Danke. Hi, ich bin Kalisi und nicht Konstanze. Konstanze ist, glaube ich, seit 12 Jahren Sprecherin des CCCs. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei.
Die Verwechslungsgefahr ist groß. Genau, ich beschäftige mich normalerweise mit der Chatkontrolle und in dieser Zeit, das sind jetzt bald 3 Jahre, habe ich auch irgendwie ziemlich viel mit der EU zu tun gehabt. Eigentlich sollte ich hier mit Svea stehen. Svea ist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ihr Hauptthema ist Enforcement beim Digital Services Act und sie hat auch noch mal ein paar andere Perspektiven. Leider ist sie heute krank, deswegen müsst ihr euch mit mir begnügen und die Hacker-Perspektive auf dieses ganze Thema genießen. Genau, Miriam hat es gerade schon gesagt, am 9. Juni sind EU-Wahlen und wir wissen alle, geht wählen. Das ist irgendwie wichtig, aber was bedeutet das eigentlich für uns Netzpolitikerinnen oder netzpolitisch engagierte Menschen und so ganz generell für unsere digitale Zukunft, das klingt immer total groß. Da gibt es auch auf UN-Ebene noch ganz andere Sachen, die man sich eigentlich angucken müsste, aber das machen wir an einem anderen Tag. Grundsätzlich fühlt sich EU irgendwie immer so für einen an. Es sind da irgendwie ganz viele Institutionen, es gibt den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union und irgendwie ist das doch das Gleiche, oder? Und was machen die eigentlich die ganze Zeit? Also der erste Schritt ist relativ einfach. Wir denken uns erstmal den weg, weil der hat einfach eigentlich gar nichts damit zu tun. Die 3 wichtigen Institutionen sind der Europäische Rat, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission. Das Parlament, das ist das, was wir am Sonntag wählen werden. Die Europäische Kommission ist sozusagen die Vertreterin der Länder. Das heißt, aus jedem Land gibt es eine Kommissarin. Aus Deutschland, wir haben gerade die Kommissionspräsidentschaft, das ist unsere gute Freundin Ursula von der Leyen. Wir kennen und lieben sie alle. Und der Europäische Rat, das ist sozusagen dann wirklich die Regierung selber, die dort repräsentiert werden. Das heißt, wenn wir Sachen im Europäischen Rat beeinflussen wollen, müssen wir eigentlich unsere Regierung beeinflussen, beziehungsweise die Regierungsposition, die sie dann im Europäischen Rat vertreten. Genau. Wenn wir uns das jetzt mal weiter anschauen, diese 3 Teilnehmenden könnt ihr euch schon mal merken, dann sieht es so aus. Ich habe das jetzt mal aus der Hackbibel geklaut. Es ist noch nicht wirklich öffentlich, aber normalerweise schauen wir uns dann immer diese Gesetzesprozesse an. Die EU-Kommission hat das Vorschlagsrecht, die schlägt dann irgendein Gesetz vor. Das geht dann an das EU-Parlament. Im EU-Parlament haben wir dann entsprechend einen Fachausschuss, an den das geht. Und wir haben sogenannte Berichterstatterinnen aus den einzelnen Fraktionen, die das dann in diesen Fachausschüssen besprechen. Dann gibt es großes Geringe in diesem Fachausschuss darüber, welche Änderungen drin sind. Wer von euch hat schon mal so ein Änderungsantragsdokument aus dem EU-Parlament gesehen? Wer ist danach weinend nach Hause gegangen? So ein Änderungsantragsdokument ist schnell mal so 500 oder 800 Seiten lang. Das sind einfach so riesen Excel-Tabellen im Prinzip, aber von allen Fraktionen dann, wenn man die von dem Berichterstatter hat, wo dann immer zu jedem einzelnen Paragraphen der Änderungsantrag steht. Und das sind dann so ganz furchtbare, manchmal sind es einfach nur Word-Dokumente, also sie sind manchmal auch nicht durchsuchbar. Also es ist schwierig. Auf jeden Fall, wir machen das jetzt heute so ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber einfach nur, damit ihr es mal gehört habt. Auf jeden Fall beschließt dieser Fachausschuss dann einen entsprechenden Bericht und der wird dann im Parlament abgestimmt und dann ist das sozusagen die Position des Parlaments zu diesem Gesetzesvorschlag und da haben wir dann auch wieder den Rat, der da so ein bisschen ins Spiel kommt, denn die Länder haben da auch noch was mitzusprechen. Der oder die ein oder andere hat vielleicht die Chatkontrolle mitverfolgt, so am Rande. Da ist immer die Rede von der Law Enforcement Working Group. Das ist im Prinzip der Fachausschuss des Rates, der dieses Gesetz für die Länder verhandelt. Und die können sich dann auch noch positionieren. Und wenn sich der Rat positioniert, das Parlament positioniert, dann kommt es zum Trilog und dann versuchen die sich zu einigen. Das ist das, was im AI Act in so einem 48-Stunden-Marathon ausgeartet ist.
Bei der Chatkontrolle sind wir zum Glück noch nicht ganz so weit, weil der Rat hat sich noch nicht geeinigt. Deutschland steht derzeit noch zu seiner Position. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber wir warten gespannt auf die nächsten Leaks, die ab und an mal bei Netzpolitik.org netterweise erscheinen. Das ist nämlich das Problem beim Rat. Da kann man meistens nicht so reinschauen, sondern ist auf Leaks und Protokolle angewiesen. So, so weit, so erschlagend. Jetzt ist natürlich die Frage, wir wollen uns ja heute anschauen, was die Wahlen für uns eigentlich bedeuten. Und damit wir da ein Gefühl für bekommen, sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen, wie sieht es eigentlich gerade im EU-Parlament aus? Weiß jemand, wer gerade die mehrheitliche oder die größte Fraktion ist im Europaparlament? Genau, die EVP oder EPP, European People's Party, das ist die Fraktion von der CDU. So sieht es im Moment aus mit den Sitzen und ich habe es mir heute irgendwie nochmal angeguckt und ich finde es schon ganz schön krass. Also die EPP, sprich die Fraktion oder die Gruppe ist es ja in, im EU-Parlament, da wir keine Fraktionszwänge haben. Der CDU hat 176 Sitze, danach kommt Renew, das ist FDP sozusagen. Und dann haben wir erst S&D und danach die Grünen. Also ist auch jetzt schon von den Mehrheiten beziehungsweise von den Sitzverteilungen durchaus konservativer, als man sich das vielleicht wünschen würde. Und wir sehen es in den letzten Monaten, Wochen, Jahr wahrscheinlich immer wieder, dass die CDU schon sehr sich nach rechts orientiert oder häufig auch einfach in den gleichen Becken fischt wie die AfD. Und wir haben hier mal so eine kleine Statistik mitgebracht, wie es eigentlich auch aussieht in Mitgliedstaaten mit den Anteilen von rechtsextremen Parteien. Und das ist ziemlich düster. In den konservativen Kreisen, ich habe es gerade schon gesagt, wird diskutiert, ne, wie weit rechts darf man eigentlich sein. Naja, Le Pen und Co. haben zwar gerade die AfD aus ihrer Gruppe geworfen, aber eigentlich auch nur, weil das von der Rhetorik jetzt nicht so schlau was die AfD gemacht hat. Nicht, weil sie sie wahrscheinlich für zu rechts halten oder sich da klar abgrenzen wollen, sondern einfach, weil es für sie strategisch blöd ist. Das heißt, wir haben irgendwie auch einen Rechtsruck durch Europa und wir haben vor allen Dingen das Problem, wir haben jetzt natürlich Wahlen. Wir haben in Italien gesehen, dass wir eine extrem rechte Regierung haben. Das heißt, wir haben sowohl im Rat als auch wahrscheinlich im Parlament nach den Wahlen sehr viel stärkere rechte Kräfte beziehungsweise eine EPP, die wahrscheinlich auch noch weiter sich nach rechts verschiebt, gerade was Migration und Aufrüstung und Ähnliches angeht. Aber auch das Lieblingsthema natürlich Überwachungspolitik. Soweit, so gut. Was bedeutet das jetzt für uns in der Netzpolitik? Ich habe schon gesagt, wir kennen die CDU, wir kennen das Thema zu Überwachungspolitik und allen anderen Themen. Aber was ist jetzt eigentlich so ganz konkret das Thema in der EU? Wenn man sich fragt, was die EU eigentlich so digital plant, guckt man immer auf die Kommission und wir sagen eigentlich immer, wir können eigentlich nichts dazu sagen, was die Kommission uns jetzt vorlegen wird, weil wir auf den Arbeitsplan der Kommission warten müssen. Der kommt immer sozusagen nach den Wahlen raus und dann sagen sie so, hey, das sind übrigens die Dinge, die wir machen wollen. Wenn man dann noch ein bisschen weiter hinguckt, dann stößt man auf diese 2030 Digital Decade Pyramide, die ganz, ganz viele Sachen enthält, wo man so denkt, so, okay, Quantum, Digital Wallet, High Performance Computing, Blockchain, genau. also da komme ich später nochmal gerade zu diesem unteren Bereich der Pyramide. Ganz viele Sachen haben wir natürlich irgendwie auch schon gefühlt umgesetzt. Ne? Artificial Intelligence mit dem AI Act, DSA, DMA, Cyber Security mit dem Cyber Resilience Act. Also es sind alles schon Gesetzesvorhaben, die sie relativ gut über den Tisch gebracht haben.
Aber es fehlt halt noch viel. Also es gibt noch was zu tun und es gibt auch noch viel, was man irgendwie mit Leben im positiven oder negativen Sinne füllen kann. Wenn man sich mal anguckt, wie es so aussieht, wirklich nach Zahlen, dann haben die echt ganz schön viel geschafft, ne? Also sie haben 51 Gesetze sowohl fertig gemacht als auch adoptiert und auch schon beendet, noch nicht komplett fertig gemacht. Und es sind 4 derzeit nur im Blockadezustand, 12, die noch offen sind. Also da ist schon ganz schön viel passiert. Und darunter sind halt wirklich diese ganzen Themen wie Digital Service Act, Digital Markets Act, Cyber Resilience Act, wie sie alle heißen. Die Chat-Kontrolle, also der CSA, die CSA-Regulation ist noch nicht fertig und wir hoffen auch, dass sie nicht fertig wird. Schauen wir mal. Böse Zungen behaupten, dass es schon einen weiteren Entwurf in der Mache gibt, aber dazu später mehr. Ganz grundsätzlich ist es so, wir haben erstmal einen Belastungstest. Also die Kommission hat jetzt ganz viel versprochen und auch ganz viele Gesetze gemacht, ganz viele Gesetze fertig gemacht. Und das sind ja auch so ein bisschen so Projekte, wo sie sagen, so ja, mit Europa geht vorwärts so im europäischen Gedanken und wir regeln das jetzt mit der Plattformregulierung. Aber die Kommission ist hier auch in einer relativ neuen Rolle. Sie muss nämlich diese Gesetze jetzt auch durchsetzen. Also sie muss dafür sorgen, dass das auch läuft, das Ding. Dann, damit habe ich irgendwann mal angefangen, die DSGVO ist jetzt im Review-Zustand. Das heißt, da kommt auch noch mal was Neues auf uns zu. Mal gucken, ob wir eine Alternative zu Cookie-Bannern finden. Und wir haben auch noch Gesetze, ich habe es eben kurz gesagt, die Chatkontrolle ist sozusagen im Aufräumzustand, kann man sagen. Oder die belgische Ratspräsidentschaft sagen würde, sie müssen es jetzt einfach nur anblocken und dann wird das schon. Auch da ist zu sagen, wenn wir mit einem sehr viel rechteren Parlament es zu tun bekommen und wir auch nicht wissen, ob bestimmte Unterstützerinnen von digitalpolitischen Vorhaben ins Parlament kommen, kann es halt sein, dass im Trilog, also in den Verhandlungen um den endgültigen Gesetztext zur Chatkontrolle, alles, was wir im Parlament jetzt so erfolgreich durchgesetzt haben, einfach hinten runterfällt. Das ist halt einfach die Realität, mit der wir uns beschäftigen müssen, wo man halt auch wirklich gut schauen muss. An der Stelle ist schon mal so ein Call to Action, wenn die Abgeordneten rein, welche Abgeordneten reinkommt und die dann auch gleich sich zu schnappen und zu briefen und zu sagen, jo, du bist jetzt das erste Mal im EU-Parlament. Das ist übrigens das Ding und das ist deinen Wählerinnen auch wichtig. Also das vielleicht so für euch, um es mit nach Hause zu nehmen, nehmt euch die Abgeordneten in euren Wahlkreisen vor und schaut, wer gewonnen hat, dann könnt ihr denen auch gleich mal sagen, was da Sache ist. Die E-Privacy-Verordnung ist auch immer noch ein Thema. Die ist schon seit Jahren ein Thema. Und sie wird irgendwie nicht fertig oder sie wird auch immer künstlich verlangsamt von vielen Akteurinnen. Also da ist auch eigentlich was total wichtig wäre aus digitalpolitischer Sicht, was aber einfach nicht auf die Straße gebracht wird, weil es verhindert wird. Ganz grundsätzlich ist es eine Sache, die wir immer wieder feststellen, Netzpolitik wird immer mehr zur Industriepolitik und das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser unteren Ebene von der Pyramide. So, die Europäische Kommission möchte eigentlich schon gerne, dass die EU zum Technologievorreiter, Vorreiterin wird und dass wir da irgendwie Sachen bringen und liefern und deswegen sind sie auch mit einigen Regulierungen etwas zögerlicher, als man es vielleicht sein sollte. Es ist irgendwie immer so das Ziel, dass wir unseren eigenen, ja, wie man es auch immer nennen möchte, Silicon Valley bauen. Das ist so die, es klingt total absurd, aber das ist so ein bisschen so das Ziel. Also, dass wir nicht nur die großen Plattformen regulieren, sondern auch dafür sorgen, dass der europäische Markt Technologievorreiterin wird. Und es gibt noch ein ganz interessantes anderes Phänomen. Normalerweise kennt man so auf EU-Ebene das Prinzip von Regulierung, also Regulations und Directive, sogenannten Richtlinien.
Der Unterschied ist, dass Regulierungen sozusagen direkt in Kraft treten, in allen Ländern gleich, und Directives, Richtlinien in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Die müssen aber beide diesen ganzen langen Prozess, den wir uns da eben angeguckt haben, vorher durchlaufen, und die werden ausgehandelt und so weiter und so fort. Und das ist manchmal ziemlich blöd für die Kommission, weil häufig die Gesetze dann nicht so aussehen, wie sie sich die eigentlich vorgestellt haben. Und es gibt so einen neuen Trend, der heißt Code of Conduct and Guidelines. Das ist so das neue Ding. Und das ist ein total spannendes Ding, weil sie so ein bisschen das verkaufen als, ja, das können dann die Unternehmen freiwillig machen und so Eigeninitiative und alles. Und das ist dann total fein. Und das sind so zwei auch unterschiedliche Sachen. Also Guidelines sind einfach sozusagen Risk Mitigation Vorschläge von der Kommission, die halt so halb ernst gemeint sind. Am Ende des Tages drehen sie einem dann aber einen Strick draus, wenn man sie nicht umsetzt, weil sie sozusagen dafür sorgen, dass man bestimmte Sachen erfüllt, im Zusammenhang von DSA zum Beispiel. Und bei dem Code of Conduct, das ist noch ein bisschen interessanter, da machen sie es schlau, da sagen sie, ja, also es gibt zum Beispiel eine Better Internet for Kids Strategy, Better Internet for Kids Plus Strategy, weil Better Internet for Kids Strategy gab es vorher schon. Und bei dieser Better Internet for Kids Strategy ist so ein bisschen das Thema eigentlich so ein Chat-Kontrolle-Thema. Ne? Internet ist ein unsicherer Ort, was können wir machen, um das Internet besser für Kinder zu machen und so weiter und so fort. Und dazu gibt es eine Age-Appropriate Design Code Working Group. Und das Prinzip von diesen Working Groups, wo dann halt am Ende so ein Code of Conduct rausfällt, ist, die laden dann sozusagen, oder man kann sich bewerben, Vertreterin aus der Wirtschaft, Vertreterin aus der Zivilgesellschaft und die Kommission setzen sich zusammen und erarbeiten so ein Konzept. Und das ist dann halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Bewirbt man sich dafür und dann steht dann am Ende der Name drunter, ne? So, wir wollen Altersverifikation. Oder bewirbt man sich nicht dafür, hat dann aber gar keinen Einblick und muss sich dann danach anhören, ja, ihr habt ja auch nicht mitgearbeitet, deswegen müsst ihr euch jetzt ja nicht beschweren, dass wir Altersverifikation machen mit biometrischen Daten. Das ist dieser Code of Conduct. Und bei diesem Age-Appropriate Design Code für Better Internet for Kids geht es tatsächlich auch um diese Altersverifikationsgeschichte. Genau. Soweit so belastend. Ich glaube, der wichtigste oder die wichtigsten Takeaways sind, schaut, wer von euren Abgeordneten in eurem Wahlkreis am Ende das Rennen gemacht hat. Nehmt frühzeitig zu denen Kontakt auf und versucht auch mit ihnen zu sprechen. Wir sind sehr stark auf auch Abgeordnete einfach angewiesen, die uns Informationen oder Einblicke liefern können, die wir sonst einfach nicht bekommen. Das EU ist halt einfach ein riesen Intransparenzschiff, insbesondere wenn es in den Trilog geht. Und zum Thema Altersverifikation, weil ich es jetzt schon x-mal gesagt habe, es sieht ziemlich düster aus in Europa, wenn es um Altersverifikation aussieht, und zwar nicht im positiven Sinne. Auch wenn wir das bei der Chatkontrolle wahrscheinlich größtenteils vielleicht eventuell verhindern konnten. Ich sage es tatsächlich so, weil das leider sehr unklar ist derzeit, machen die Länder jetzt einfach alle ihre eigenen Altersverifikationslösungen. Dementsprechend, das ist ein neues Thema, was uns separat von der Chatkontrolle noch länger beschäftigen wird. Spanien und Italien hat es schon relativ klar ausgerollt. Unser Familienministerium hat auch ein eigenes Projekt vorgestellt. Das ist bei Fraunhofer jetzt schon im Auftrag. Das wird jetzt gerade gebaut. Das heißt, da wird uns nicht langweilig, auch auf deutscher Ebene nicht. Und dementsprechend geht wählen und ärgert euch danach über die PolitikerInnen. So, danke, Kalisi.
Die bleibt noch einen Moment hier stehen, damit ihr jetzt eure brennenden Fragen loswerden könnt. Dafür wird Toni einmal mit dem Mikrofon rumgehen und euch das ins Gesicht halten. So. Ja, danke für deinen Vortrag. Ich habe eine kleine Auffälligkeit und eine wirkliche Frage auch. Ich glaube, als du uns die Gremien vorgestellt hattest, hast du gemeint, der Europäische Rat wäre wichtig. Ich glaube, du hast da das Kreuz auf dem falschen gehabt. Und auf der nächsten Folie stand, glaube ich, ist ein bisschen klein gewesen, glaube ich, Rat der Europäischen Kommission. Nee. Warte, das ist genau das Gleiche. Ja. Das können wir gerne klären. Ja, ich war nur irritiert. Das ist richtig. Okay, und auf der nächsten zwei Folien weiter es gibt stand, glaube ich, den Rat der Europäischen Kommission oder habe ich mich da verlesen? Du meinst hier? Ja. Nee. Das ist so klein. Ich da steht nur verlesen. Rat ohne. Ich dachte rechts oben, Rat der Europäischen Union. Egal, ist auch nicht so wichtig. Ja, andere Frage, die eigentliche Frage, wenn wir jetzt ein neues Parlament gewählt haben, ja. Werden dann solche Vorhaben, also ich hatte das immer so, wenn dafür falsch verstanden, dass solche Vorhaben wie Chatkontrolle dann so ein bisschen resettet werden oder läuft das einfach weiter? Es läuft einfach weiter. Also wenn jetzt sozusagen Wahlen sind und der Rat sich im Sommer einigen würde, dann würden sie einfach damit an der Stelle weitermachen, wo sie gerade sind. Das Einzige, was passieren kann, aber das passiert in der Regel sehr selten, ist, dass die Kommission ihr Gesetzesvorhaben zurückzieht. Das würde aber wahrscheinlich, also ist sehr unwahrscheinlich und es ist auch so, dass die Kommission ein bisschen länger im Amt bleibt als das neue, also als die wird nicht direkt neu bestückt sozusagen, wenn das Parlament neu ist. Das heißt, die bleibt meistens noch so 6 Monate, also in dem Fall ist im Moment noch unklar, aber wahrscheinlich bleibt die noch so 6 Monate länger. Das heißt, theoretisch könnten sie das dann auch noch fertig verhandeln, so wie sie es gerne hätten. Okay, sorry. Hi, Sabine Grutzmacher. Ich zur vollen Transparenz, ich bin eine von denen, über die ihr euch wahrscheinlich öfter ärgert. Ich bin für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, Digitalausschuss und Finanzausschuss. Auch zur vollen Transparenz, wir ärgern uns auch manchmal ziemlich schwarz. Ich habe den offenen Brief zur EPA als, ich glaube, einzige Abgeordnete von der Ampel mit unterzeichnet. Aber danke für den Vortrag, weil es gibt echt viel zu tun. Ich hätte nur eine kleine Ergänzung. Du hast gerade gesagt, schaut irgendwie in den Wahlkreisen, wer im Wahlkreis Abgeordnete geworden ist. So viele sind es ja nachher im Europaparlament nicht. Was aber auch umgekehrt ganz gut funktioniert, sucht euch Vereine, die vor Ort sind, schreibt handschriftlich, bitte nicht lachen, funktioniert am besten, handschriftlich an die Abgeordneten Briefe, Postkarten und sucht euch irgendwie NGOs und Vereine. Und wenn da irgendwie dreimal handschriftlich ein Brief mit einem lokalen Bezug auftaucht, dann geht so eine kleine Alarmglocke hoch. Das funktioniert wirklich wunderbar und bitte nutzt das. Und ich habe es nie gesagt, danke. Es ist jetzt on tape. Sagst du noch was dazu oder nehmen wir einfach die Wahlwerbung für uns auf? Nee, das ist ein sehr guter Tipp. Ja, ich habe auch eine Frage. Du hast ja gesagt, also ich habe seit langer Zeit, weil ich mich mit IT und anderen Dingen auch beschäftige, so eine Dystopie und wir rennen sehr gut in diese Richtung. Ich glaube auch bei der Wahl jetzt wird sich an den Verhältnissen nicht viel ändern. Eher eine, wie sagt man, mehr Gas auf die Maschine. Du hast jetzt gesagt, Leute anschreiben, weiß was ich, CCC unterstützen oder andere. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen? Also wie gesagt, mit den Piraten hat es nicht so gut geklappt. Es gibt, glaube ich, einen Sitz, den sie haben. Ja. Ich glaube, Sonneborn hat da auch noch ein bisschen manchmal so Dinge berichtet. Also ich muss sagen, mit den Piraten und Patrick Breyer hat es sehr gut geklappt, gerade in der Chatkontrolle. Das ist eher so das Problem, dass Patrick jetzt weg ist und wir gucken müssen, wer dann... ob dann jemand nachkommt. Aber sind noch andere, also wie gesagt, was ja gesagt wurde, Menschen anschreiben, aber irgendwelche Dinge, die man sonst noch tun kann, außer verzweifelnd in der Ecke weinen und naja, ich glaube, praktische Dinge. So.
Ich glaube, es ist immer wichtig zu sehen, dass so Digitalpolitik Menschen als Minderheit oder Aktivisten als Minderheit wahrgenommen werden. Wir sind halt nicht irgendwie die, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen von Fridays for Future, die auf der Straße sind. So. Und dadurch ist es natürlich für einige PolitikerInnen auch relativ einfach, immer zu sagen, ja, das sind halt die 10 Datenschutzmenschen, die irgendwie total paranoid sind. Ich glaube, es ist wirklich einfach wichtig, immer mit einem Auge diese Sachen zu verfolgen und dann halt auch dann aktiv zu werden und wie du jetzt gerade auch gesagt hast, ne, solche handschriftlichen Sachen zu schreiben und so einfach zu zeigen, es sind jetzt nicht irgendwie nur diese 5 präsenten Gesichter, die sie irgendwie sich immer antun müssen, sondern da sind mehr Menschen und mehr Gesellschaft hinter, als man vermuten würde. Ich weiß nicht, wer... Dankeschön. Wir haben hier noch eine Frage von einem der Redner. Moment. Keine Frage. Ich möchte einfach nur ergänzen. Man kann selbst nach Brüssel fahren und dort PolitikerInnen besuchen. Ist natürlich zeitaufwendig. Wenn man das über einen längeren Zeitraum verteilen möchte, such dir ein Thema, was dich interessiert, grab dich da so richtig tief ein und dann halt hier einen Vortrag über das, was du entdeckt hast. Gibt viele Möglichkeiten. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich noch eine Frage stellen, und zwar, gibt es irgendwas Positives? Also hast du irgendwie, ganz ernsthafte Frage, also gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, boah, da hat sich jetzt mal jemand eingesetzt für Datenschutz oder für das Nutzen zu positiven Zwecken? Gibt es da irgendeine Aktion, irgendeine Arbeitsgruppe, die vielleicht auch gar nicht mehr existiert oder also gibt es irgendwas Positives? Du meinst jetzt so in diesem Flaggschiff EU oder so generell? Nee, ist mal bezogen auf das EU-Parlament oder auf die politische Abgeordnete. Also ich glaube, wie gesagt, Patrick Breyer hat krasse Arbeit gemacht bei der Chatkontrolle. Ich glaube, wie man auch inzwischen viele ihn nicht mehr kennen oder wahrscheinlich von euch viele noch kennen, ist Felix Reda. Der vor Patrick im EU-Parlament saß und die ganze Copyright-Debatte begleitet hat. Und da gibt es halt einfach immer wieder Abgeordnete, die einfach sehr engagiert sind und ihr Bestes geben, sowohl sich in diesen Prozess einzubringen als Schattenberichterstatterin, als auch irgendwie eine Zusammenarbeit mit Aktivisti möglich zu machen. Okay, danke schön dafür. möchtest du noch etwas loswerden? Nein, mein Mikro an Kantorkel. Ach so, sehr gut. Kantorkel, einmal Übergabe und einmal Applaus für Sie.